So, jetzt geht's los. Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Mumien Monster Mutationen, Lady Frankenstein. An Bord. Wie darf ich Sie nennen? May. May Lady? Einfach halt halber. Was? Wie? May ist eigentlich so der gebräuchliche Rufname. May, okay. Ja, du kannst auch My Lady sagen. My Lady. Ich finde es schön, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben. Ja, doch. Bei dem, was Sie alles so zu tun haben, ist das auch nicht selbstverständlich. Und dass wir bei Ihnen heute hier eine Audienz bekommen. Wieso haben wir Sie eigentlich angefragt für ein Interview? Was haben Sie denn eigentlich mit Mumienmonster-Mutation zu tun? Können Sie uns das mal kurz erklären? Ich weiß es nicht. Es kann sein, vor kurzem habe ich noch diese Facehugger-Masken gemacht, da aus diesem Film Alien, die so angelehnt sind daran. So, aber die habe ich für mich und meinen Mann gemacht. Und da war so ein unheimlicher Boom drauf. Also es kann sein, vielleicht deswegen. Oder ich modelliere auch gerne so Sachen aus Filmen. Also meine nächsten Projekte werden so vom dunklen Kristall so eine Figur sein, die ich nachmodellieren möchte. Und ja gut, das andere ist scheinbar die Grinsekatze aus irgendeinem Alice im Wunderland-Spiel. Das kannte ich gar nicht. Ich kannte immer nur das Bild. Ich wusste gar nicht, dass das ein Spiel ist. Aber ich habe mal so eine ähnliche Katze modelliert, jeder, der diese Katze gesehen hat, sagt, oh, das ist die aus dem Spiel. Und ich so, was? Keine Ahnung. Ja, jetzt habe ich mich mal schlau gemacht und in meine nächsten zwei Projekte werden ein Gelfling sein aus der dunkle Kristall-Ära des Widerstands und eine Grinsekatze nach diesem Computerspiel. Ich kenne das Spiel auch nicht. Das höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Ich habe nur die Katze gesehen, fand die eigentlich sehr abgefahren von der Optik und hab die so ähnlich gemacht. Und dann kamen immer Leute, die sagten, das ist aus Alice in Returns ein total geiles Spiel. Und ich so, wie Spiel? Ich spiele ja auch gern Spiele, aber wusste ich jetzt nicht, dass es das gibt. Ja. Das war nur die Katze cool. Du siehst, dass diese Interviews eigentlich gar kein Konzept haben, weil normalerweise ist die allererste Frage ist die emotionsgeladenste Frage. Und die bin ich direkt drüber weg, aber die können wir jetzt als nächstes machen. Und zwar, kannst du dich erinnern an deinen allerersten Kinobesuch? Und wenn ja, was war das und wie hast du das empfunden? Oh, das hat aber nichts mit Monstern zu tun. Nein, aber das ist unsere Standardfrage. Du hast mich schon aus dem Konzept gebracht. Soweit ich mich erinnern kann, war das irgendwann mal mein Vater hatte früher, also jemand kam zu ihm in mein Geschäft, dem gehörte so eine Kinokette, der brachte ihm immer so Kino-Freikarten mit, so einen ganzen Stapel. Und dann sind wir bei uns immer ins Kino und ich meine, das war bei meiner Eltern in so einer Abendvorstellung, Aristocats oder Bambi oder irgend so ein Disney-Film. Ja, und hast du geheult? Also von den älteren Disneys. Hast du geheult? Nein. Ach, hör auf. Nein. aber mein allererster Horrorfilm, das ist viel, viel besser. Wie alt war ich denn da? Ich meine, da wäre ich 8 gewesen. Okay. Da lief nämlich im Fernsehen das Ding aus einer anderen Welt, die Originalverfilmung noch in Schwarz-Weiß. Ja. Und der sollte um 10 Uhr abends sollte der kommen. Und ich musste wegen Schule musste ich ins Bett. Und hab so gebettelt und da habe ich geheult. Ja. Ich wollte ihn nicht so unbedingt sehen. Und meine Mutter so, nein, kommt gar nicht in Frage. Und und dann habe ich mich halt nicht auf, bin ich mal aufgestanden und hab so durch den Spalt vom Wohnzimmer, von der Wohnzimmertür geguckt und hab den Fernseher dann beobachtet, bis meine Mutter mich erwischte, mich wieder ins Bett zerrte und sagte, du bleibst jetzt im Bett. Und ich bin dann so oft aufgestiegen und irgendwann war meine Mutter eingeschlafen. Und mein Vater kriegte mit, dass ich da stand. Und der winkte mich dann zu sich und ich durfte, von ihm aus durfte ich den Film gucken. Und meine Mutter wurde dann irgendwann wach, meckerte natürlich wieder rum. Ich hätte ja Schule und ich sollte diese Filme nicht gucken. Und mein Vater natürlich so, die schläft doch gleich ein. Im Endeffekt haben die beiden geschlafen und ich habe mir das Ding aus einer anderen Welt angeguckt. Ja, ist doch gut. Kultur am Abend. Und zu Recht. Da habe ich geheult. Weil du den nicht sehen durftest. Okay, das ist auch emotional ergreifend, ja. Auf jeden Fall. Nein, das hat jetzt nichts mit Mumien-Monster-Mutation zu tun. Aber das nächste, und zwar. Wie bist du denn? Ist das Hobby von dir, was du machst? Ich habe das, glaube ich, immer schon gemacht. Ich habe also als Bönsel im Kindergarten schon mit Knetmasse rumhantiert und habe da kleine Männchen draus gemacht. So während alle anderen rumgetobt haben und einen Blödsinn gemacht haben, habe ich dann da mich hingesetzt und habe einfach modelliert an diesem riesen Klumpen Knetmasse. Der hatte alle Farben. Der war, glaube ich, nur noch braun-gelb, weil alles irgendwann mal ineinander gemischt worden ist. Und das war also ein unansehnlicher Haufen. Aber ich fand die ganz toll, weil man kommt an ein großer Knubbel, konnte ich mich unheimlich austoben. Ja. Und je älter ich wurde, desto größer wurden die Objekte auch. Dann kam irgendwann die unendliche Geschichte ins Kino. Da fand ich diesen Fuchur, diesen Glücksdrachen so unheimlich toll. Ja, dann habe ich den mit den damaligen
habe ich mir den in 1,30 Meter, war der, glaube ich, groß. So mit beweglichem Mund und die Pfoten beweglich und alles, habe ich den nachgebaut. 1,30 Meter? Ja, der war recht groß. Boah, habt ihr aber viel Platz gehabt, wa? Da war ich, wie alt war ich denn? 12 war ich da. Ja, der Körper war zum Glück, der Körper, den habe ich aus Stoff gemacht. Also im Endeffekt waren nur die Beine aus so einer Modelliermasse und der Kopf. Und der Rest war dann aus Stoff. Ja, worauf? Aus so einem Flocati-Stoff. Ja. Habe ich meiner Mutter geklaut. Und du, jetzt nochmal ernsthaft jetzt, das ist jetzt aber nicht irgendwie dein, ist das dein Hauptberuf, dass du sowas machst für Film und Fernsehen? Nein, ich bin gelernte Zahntechnikerin. Okay. Hast du denn mal überlegt, sowas vielleicht hauptberuflich zu machen, so Props zu machen für Filme? Ach, ich nehm schon mal den einen oder anderen Auftrag an, wenn jetzt irgendjemand kommt, der will ganz bestimmt unbedingt was haben, irgendwas Spezielles, dann, naja, gut, dann mache ich das natürlich auch mal. Wäre natürlich schön, wenn man aus dem Beruf machen könnte, klar. Ja. Ja, cool. So, jetzt gehen wir weiter. Die Sachen, ich habe das gelesen, die Sachen, die du machst, die verkaufst du eigentlich gar nicht. Nein, im Endeffekt ist die Seite, als ich die gemacht habe, ist also eine Kritik, also mein Mann hat die gemacht. Ich bin ja, was so Computersachen angeht, totaler Analphabet. Der hat mir die Seite eingerichtet und da konnte ich mich halt austoben, weil wenn ich in so einer Gruppe war, wir waren in so einer Steampunk-Gruppe, da hat es eigentlich angefangen mit, deshalb kommt auch der Name Lady Frankenstein daher, weil in so einer Steampunk-Gruppe, die machen ja alles selber, ne? Kleider nähen und irgendwelche ganz besonderen Sachen und ich kann nicht nähen, das kann ich tatsächlich nicht, aber ich kann halt andere Sachen modellieren und kreieren und das ist ja so angelehnt an die viktorianische Zeit und die tragen ja alle Zylinder. Ne, so Zylinder mit so Goggles, mit diesen Schweißerbrillen und so. Und ich habe gedacht, ich so, komm, ich mache auch mal was selber und habe mir so einen Zylinder selber gemacht. Aber der sollte da nicht normal aussehen wie ein Zylinder, sondern der sollte aussehen wie ein Oktopuszylinder. Ich habe also aus einem Zylinder und Tentakeln da dran, habe ich mir einen Oktinder gemacht sozusagen, ein Oktopuszylinder. Und weil ich das in dieser Gruppe so dargestellt habe, so mit Gewitter bestellt und dann ist der Blitz reingefahren. Ich habe da so eine kleine Story drumherum gebaut, war natürlich unheimlich schnell dieses Lady Frankenstein da. Dann habe ich gesagt, ja gut, dann behältst du das halt. Ne? Ich kreiere halt aus skurrilen Sachen dann irgendwelche Taschen mit Oktopus oder ohne oder Hüte, also alles Mögliche. Und dann kam halt so, wie es kommen musste. Ich mache natürlich jetzt nicht nur Steampunk-Sachen und irgendwie muss ich mich ja dann auch ausdrücken. Ja, und dann hat mein Mann mir da halt so eine Seite bei Facebook dann gemacht, so eine Kreativseite. Und da habe ich dann auch angefangen, meine ganzen Sachen, die ich schon gemacht hatte, hinzuposten und eben auch Beiträge, die ich neu gemacht habe. Und ich erkläre halt alles. Ja. Ich erkläre also von klein auf alles, womit ich anfange, was für Materialien, wie man am besten irgendwo anfängt, um die Leute zu motivieren, selber kreativ zu sein. Also es soll keine Verkaufsseite sein, sondern die Leute sollen sich inspiriert fühlen, es selber zu versuchen. Okay, also das ist deine Intention, okay. Ja. Aber wäre es denn theoretisch auch möglich, wenn ich dir zum Beispiel einen Auftrag gebe, sage, pass mal auf, hier hast du ein Foto von meiner Frau, mach aus der doch mal ein ganz furchtbares Monster? oder mach mir mal ein Gremlin oder was weiß ich. Könnte man so eine Auftragsarbeit an dich vergeben? Du merkst schon, ne? Ich will ein bisschen Kohle für dich einfahren. Also jetzt sag das Richtige bitte. Ja, schon. Also wenn jetzt tatsächlich jemand mit so einem Herzenswunsch kommt und sagt, oh, ich wollte das schon immer haben und ich kann das aber nicht kaufen. Ich kenne das, wie das ist, wenn man sich was wünscht und man kann es nicht kaufen. Ich kann es mir selber machen, das kann aber nicht jeder. Ja. Und dann bin ich schon gewillt, da auch irgendwie mich mit jemandem zusammenzusetzen und da dann auch mal anfangen, auseinander zu knöpfen und dem da was zu bauen. Jetzt verrätst du uns aber doch bitte mal, für welche Film- oder Fernsehprojekte du schon gearbeitet hast. Gar keine. Hast du doch gerade gesagt. Du nimmst immer so. Nein, komm. Du hast doch gerade gesagt, du nimmst irgendwelche Aufträge ab und zu mal an, oder? Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Nein, da hast du falsch verstanden. Da habe ich gedacht, okay. Das wäre ja toll. Warte mal, ich spule mal eben zurück. Okay. Guten Abend. Hallo. Grüß dich. Nee, dann habe ich das wirklich falsch verstanden. Nee, ich habe ja auch hier so einen Zettel und da gucke ich ab und zu drauf und dann bin ich manchmal so ein bisschen abgelenkt. Aha, wie war das nochmal mit nichts vorbereiten? Ja, super. Ja, ist doch egal. Das sind die besten Gespräche, die ich hatte, waren wirklich die, wo ich mich wirklich gar nicht vorbereitet habe. Beim ersten Mal habe ich mich noch so richtig eingeschissen. Ja? Ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
das muss ich ganz schnell hinter mich bringen, so, er hat 10 Minuten, länger nicht, und ich darf bloß nicht zu viele Fragen stellen und bloß nichts Privates und bla 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 bla. Und nö, war immer okay. Ja gut, ich fand das immer ganz gut, wenn man so ein paar Fragen weiß, damit man sich nicht hier einen zurechtstottert. Und dann, da sind keine guten Gespräche. Ja, ist ja, wenn dann ist nur so ein Gestotter kommt. Nö, mit mir hast du kein Gestotter. Also das ist, wie gesagt, das wird rausgeschnitten, ja. Wird rausgeschnitten, genau. Also super. Was habe ich denn noch hier auf meinem Fragekatalog? Was hat dich denn zuletzt so richtig geängstigt? Also kannst du dich erinnern, wo du so richtig dich gefürchtet hast bei einem Film? Bei einem Film? Ja. Oh. Ist das denn überhaupt dein Lieblingsgenre? Also Horror? Ja, ich liebe Horrorfilme. Also wirklich. Ich sehe die lieber als alle anderen Sachen. Aber dann bist du. Man hat es manchmal schon genervt, wenn ich dachte, wir müssen uns mal wieder einen Horrorfilm angucken, weil wir die alle schon zigmal gesehen haben, weil es gibt so wenig wirklich richtig gute. Genau, das ist das Problem. Und deswegen, ich hab nämlich das gleiche Problem, deswegen frage ich das. Gut, dass du sagst, dass du Horrorfan bist, weil ich bin nämlich immer auch auf der Suche nach guten Tipps. Und ich möchte wirklich gerne wissen, wann hast du letzte Mal gedacht, ach du heiliger Bimbam, ich weiß nicht, ob ich das wirklich durchhalte. Ja, das fand ich so, also mit dem Durchhalten, das hatte ich jetzt noch nie. Also wirklich noch nie. Ich habe, also ist egal. Was ich nicht so toll finde, sind so Splatter-Sachen, weil das ist einfach nur Rumgematsche und sehr, mit der Masse an Blut teilweise sehr unrealistisch. Was ich mehr mag, sind so diese Schocker-Horrorfilme, wo so plötzlich irgendwo was vorbeihuscht, ja, was man gerade mal nur so halb sehen kann. Ja. Da sage ich mir dann immer so, was war das jetzt? Was war da so, was hat dich da zuletzt gepackt? Kannst du dich erinnern an so einen Titel mal irgendwie? Wir brauchen ja auch ein paar Tipps. Nee, welche ich sehr gerne mag, sind diese, wie heißen die, Insidious? Insidious. Insidious habe ich mich fast eingeschissen, ganz ehrlich. Die finde ich richtig gut. Ja. Die sind wirklich, und da meine ich diese Sachen, diese Szenen. Hallo? Achso, ich dachte, du bist umgekehrt. Nee, diese Horrorfilme mit diesem Plot, wo das ist bei diesen Insidious, ja, dieses, es kommt was vorbeigehuscht oder irgendwas kommt aus irgendwie, was ich ja ganz furchtbar finde, ist, wenn so eine Bettdecke sich plötzlich erhebt, da ist aber keiner mehr im Bett und man weiß genau, das ist irgendwas. Irgendwas ist unter dieser Bettdecke und schwebt auf einmal wie so ein Geist unter dieser Bettdecke und man denkt sich, wenn ich die jetzt wegziehe, was passiert da? Ist da nichts drunter oder ist da eine fiese Horrorfratze oder irgendwie sowas? So Filme, da sag ich schon so, die würde ich nämlich unbedingt allein angucken wollen. Funktionieren denn auch alte? Muss jemand haben, wo ich die Hand ein bisschen kaputt machen kann, so zerquetschen, weißt du, so Schreckmomente, so. Ja. Funktionieren denn auch so alte Sachen für dich oder bist du eher so für die neuen eher offen oder ist dir das egal? Sagen wir mal so, die alten finde ich toll, die habe ich aber schon so oft gesehen, dass das schon gar kein Schreckmoment mehr ist. Ja. Das ist ja dann, das ist ja Kaffeekränzchen dann. Ja. Sag doch mal, du hast das gerade schon angedeutet. Geh noch mal ein bisschen expliziter bitte ein auf die zukünftigen Projekte, die du so machen möchtest. Waren das jetzt wirklich nur diese beiden Sachen oder hast du noch mehr so merkwürdige Gedanken in deinem Kopf im Moment? Oh, ja, ich muss immer vorsichtig sein mit vielen Gedanken in meinem Kopf. Ich kann die dann nicht ordnen und ich will dann immer alles auf einmal anfangen und das nervt und dann wird nichts draus, weil ich genau weiß, ich muss mich immer auf eine Sache hundertprozentig konzentrieren, maximal auf zwei. Bei einer dritten ist es schon so, man fängt sie an, dann hört man das andere auf, dann verliert man den Faden bei dem anderen und die dritte bleibt dann ganz liegen. Deshalb diese zwei Projekte, diese Grimmelkatze aus diesem Spiel und dieser Gelfling aus der Dunkle Kristall, das ist dann schon so, ja, mehr darf es nicht sein erstmal. Ich habe alle möglichen Sachen, die ich irgendwann mal machen will. Ich wollte auch irgendwann mal irgendwie ich setze mir gerade nicht ein. Ich hatte letztens was, wo ich gesagt habe, das muss ich unbedingt machen. Ich glaube, auch Star Wars war es, glaube ich, auch so eine Katze. Ja. Ich weiß nicht, wie die heißen. Sieht so merkwürdig aus. Ich gebe dir mal einen Tipp. Kennst du Tom Spina? Ja, nee. Tom Spina ist auch so ein Typ, der baut so Props nach. Der hat zum Beispiel diesen Jason Tisch gemacht. Kennst du den? Jason-Tisch? Mhm. Das ist so ein Glastisch. Da liegt der Jason drin. Oh, schön. Also der hat richtig geile Sachen. Liegt der drin? Da liegt der drin, ja, ja. Also so ein Kaffeetisch, ne? Moment, du meinst jetzt Jason Voorhees? Genau, genau. Wir reden genau. Jetzt von dem
Okay. Genau. Ja. Und der Tom Spina, der macht nur solche verrückten Sachen. Der hat zum Beispiel auch diese Sarlacc-Grube nachgebaut von Star Wars. Und so auch als Furniture, der macht also Furniture-Geschichten und so, und der ist auch total irre. Empfehle ich dir nur mal, kannst mal auf die Seite gehen, Tom Spina Designs. Ja gut, ich bin das nächste, was ich im Kopf hatte, war was mit einem, da muss ich noch einen Abdruck von meinem Kopf machen, weil ich will irgendwelche, sowas mit, so fürs nächste Halloween, so was mit Hörnern machen, irgendwas Dämonisches. Ja. So, oder muss ich mir noch was überlegen, weil dann auch möglich, oder vielleicht mal so ein Medusa-Kopf. Medusen sind auch cool. Der mein Lieblingsteufel ist der von Legende. Kennst du den? Legende, ja, der. Ja, das ist aber ein Riesen. Die sind ja riesig, die Hörner. Ja, aber wenn du 1,50 Meter Fuchur da bauen kannst, dann kannst du die Hörner, dann kriegst du die auch her. Ja, die muss ja noch, das Gewicht, da muss ja noch stimmen. Vor allem auf meinem Kopf wäre das furchtbar albern aus. Und wenn ich die bei meinem Freund auf den Kopf setze, dann kriege ich dann nachher noch irgendwie Genickbruch. Weil, ja, Hauptsache, du kannst noch ein Schnäpschen trinken. Der Rest ist doch egal. Ich kann auch Schnäppchen trinken. Ja, genau. Bleib mal stehen. So ist das letzte Foto deines Lebens, so nach dem Motto. Ja, warte, ich halte deinen Kopf eben fest und du kannst den Schnaps trinken. Dann baue ich auch einen Tisch. Da kommt dann mein Mann rein. Das wird dann dein Verkaufshit. Ja, der muss dann immer bei mir sein. Ich hatte... in einem Glas lag. ich wusste wirklich nicht, von wem dieses Bild ist mit dem Facehugger. Ich habe das bei Pinterest gefunden und ich habe das dann bei uns gepostet. Wollte ich nämlich sagen, ich habe es gesehen bei euch und da steht nicht mein Name dran. Genau, das ist noch die Franziska Bohrmann, die auch bei mir in meiner Kreativgruppe ist, da auf meiner Seite, auf der Lady Frankenstein-Seite. Die habe ich gesehen, hat nämlich darauf aufmerksam gemacht, dass das meine Maske ist. Die hat's aufgeklärt, aber ich habe das Problem ist auch bei Pinterest oft, du kannst wirklich die Quelle nicht ausmachen, wirklich. Und man findet da so tolle Sachen. Und ich würde sehr gerne auch andere Leute mal so verlinken oder mit kreativen Geschichten, aber du findest wirklich oft die Quelle nicht. Aber ich mache es wieder gut mit diesem Interview und ich möchte auch darüber hinaus noch auf deine Seite aufmerksam machen und das werden wir auch tun. Ja? Also wenn wir mit dem ganzen Kokolores fertig sind und du hast deinen Podcast fertig geschnitten, kannst du mir dann so einen Link irgendwie zukommen lassen? Den würde ich nämlich dann gerne auf meiner Seite verlinken. Ja, klar. Kann ich direkt auch Werbung für deine Seite machen, siehst du? Ja. Eine Hand beißt die andere. Deine Hand beißt die andere. Ich schneide da auch gar nichts groß raus. Wir verabschieden uns jetzt gleich und dann war's das. Nein, ich hab bis jetzt noch keinen Podcast irgendwie schneiden müssen oder so. Nicht? Hätte ja sein können. Nein. Nein, nein. Also, das war immer. Es gab mal einen, der hat gesagt, da habe ich das via Skype gemacht. Und ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Skype. Das war der Drehbuchautor von House. Ich liebe so Horrorfilme mit Häusern, da stehe ich ja total drauf. Aber House sagt mir jetzt... House? Das Horrorhaus? Da gibt es 4 Teile von. House? Das sag mir was. Ist das was aus den 80ern? Ja. Was? Ja, ist aus den 80ern. Und der Typ... Kenne ich das doch, Haus 1, Haus 2, Haus 3, ja, doch, die kenne ich. Ja, der war der Drehbuchautor von Haus 1 und hat Haus 2 auch selbst gedreht. Und mit dem habe ich zum Beispiel via Skype gesprochen und ich habe das mit dem Skype überhaupt nicht gecheckt und nicht geschnallt. Und da ist dauernd die Verbindung abgebrochen und das war ein Katastropheninterview. Und dann hat er gesagt, ja, also das hätte nur die Hälfte verstanden, ich sollte das mal alles schriftlich fixieren und ihm dann schicken. Okay. Und dann hat er das so wie so ein Lehrer so angemarkert. So, das ist nicht richtig und das hast du falsch verstanden und das streichen wir mal durch und so. Hier ist ein Rechtschreibfehler. Ja. Super. Nee, aber sonst. Mir fällt gerade ein Film ein, den ich auch. Verdammt, jetzt ist er wieder weg. Oh, kennst du das? Wenn man so gerade in dem Moment so ein. Ist was da und dann will man es sagen und dann ist schon wieder weg. Ja, da muss man zurückgehen in die Küche oder wo man gerade herkommt. Verdammt, was heißt das denn? Grave Encounters. Der ist auch. Grave Encounters ist aber das Problem, ich habe das Problem mit diesen Found Footage. Das kann ich nicht ab. Ja, ich weiß. Aber das ist tatsächlich ausnahmsweise, ich gucke mir die sonst auch nicht an, weil ich kriege Würmer im Kopf von dem Gewackel, wenn die da irgendwelche, ego-mäßige, wie nennt sich das, Kameraführung? Aus der Ego-Perspektive würde ich sagen. Ego-Perspektive. Mag ich normalerweise auch nicht. Ist überhaupt nicht mein Ding. Aber bei dem Film muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Grave Encounters, das hat was. Ich habe auch sogar den zweiten Teil angeguckt.
Ich habe den auch gesehen, aber ich habe dann irgendwann, ich habe sehr schnell das Interesse daran verloren. Nee, das war so ein bisschen, ich habe mich da so reingesteigert wieder in diesen Film. Also man ist ja so mittendrin, dann stelle ich mir vor, boah, wie ist das, wenn du da plötzlich mutterseelen allein als einzigster Überlebender noch in diese Irrenanstalt und du kommst nirgendwo raus. Der rennt ja da durch die Gegend, du kommst ja nicht raus, ist ja immer alles abgesperrt. Ja. Also, ne, so, und da ist immer Nacht, das wird niemals wieder Tag, du irrst da durch die Gegend und überall sind da irgendwelche psychisch bekloppten Geister, die den nachstellen. Ja. Da habe ich dann gesagt, dann, mit dem möchte ich nicht tauschen. Ja. Also, da habe ich dann gesagt, nee. Ich hab, ansonsten, wie gesagt, war auf jeden Fall diese Insidious. Die ja, Insidious von ihr, oder Conjuring oder so. Conjuring, die sind auch klasse. Mhm. Ich hoffe, ja, demnächst wieder was kommt. Ja, da hat der James Wan echt so ein paar Stilikonen auch geschaffen, Horror-Stilikonen. Das war ja nicht nur die Nonne, das war ja auch der ich warte ja noch darauf, dass irgendwas kommt mit diesem krummen Mann, den fand ich ziemlich gruselig. Der krumme Mann, da kommt doch ein Film. Da kommt jetzt ein Film, okay. Guck mal, da haben wir... Ich weiß noch nicht mehr wann, das habe ich mitgekriegt, habe irgendwo gelesen, dass genau mit diesem krummen Mann soll irgendwas eine Story sein. Aber ich muss ehrlich sagen, The Nun, mit dieser Nonne, der Film, den fand ich scheiße. Ja, der war auch scheiße. Den fand ich tatsächlich total kacke. Aber was richtig cool war, der war wirklich sehr spannend. Das darfst du sagen, ja. Ich mache dann gleich einen Piep drüber. Okay, super. was wirklich richtig cool war der Unsichtbare. Also da haben sie, die Story hat wirklich Hand und Fuß und der ist super spannend. Den habe ich mir gar nicht angeguckt. Der ist super spannend. Der Unsichtbare, ich fand ihn immer sehr banal, weil der läuft dann durch die Gegend. Ich weiß nicht, die Kleidung wird ja nicht nackig, also wird ja nicht. Kleidung wird ja nicht unsichtbar, der muss ich ja mal nackig machen. Da habe ich jetzt nicht so die Intention gehabt. Also, das fand ich vorher schon, diese Vorgängerfilme fand ich nicht so. Ja, das hat, der ist aber, das ist aber echter Psycho-Thriller. Und das hat deswegen Hand und Fuß, weil der Unsichtbare, der hat einfach einen Anzug erfunden, der das Licht bricht. Okay, also ein Chamäleon mehr oder weniger. Ja, ja, sowas. Und das macht für mich auch mehr Sinn. Und dann bin ich auch, stecke ich auch da mehr drin. Und dann bin ich auch... Was macht der? Bringt der Leute um? Ist das ein Mörder? Nee, das ist ein Soziopath und der hält quasi seine Freundin gefangen in seiner Hightech-Festung da. Und sie will dann irgendwann abhauen. Oder haut dann irgendwann ab und er stalkt sie dann auf ganz perfide Art und Weise bis hin zum, also er will ihr das Leben komplett zerstören. Und der Film ist super gespielt, also die Frau tut mir so leid, unglaublich geil gespielt. Und der Film, das ist auch kein CGI-Gewitter, sondern vieles findet in den Köpfen der Zuschauer statt, wo du wirklich nur so Fußspuren siehst oder so, weißt du? Und ganz zum Schluss siehst du halt diesen Typen. Und der hat auch einen super Story-Twist zum Schluss hin, mit einer guten Auflösung und so. Also in sich schlüssig und total spannend, kann ich nur empfehlen. Okay, da ist nur der Unsichtbare. Der Unsichtbare, genau. Okay. Ja. Sollte ja im Kino laufen, aber die Kinos haben ja bekanntermaßen alle zu. Achso, der läuft, den gibt's doch gar nicht zu gucken. Den kannst du auf Amazon, kannst du dir den leihen, aber halt zum Kinoticketpreis, also der kostet 10er. Okay. Aber ich war so gallig auf den Film, ich habe mir das irgendwann gegönnt und ich wurde wirklich nicht enttäuscht. Also, ja, ich glaube, ich warte lieber. Ja, warte du. Ich warte lieber noch. Also es gibt so Filme, da sage ich mir so, nee, da ist mir der 10er nicht wert. Also, ja. Weil ich weiß nicht, ob es mir dann gefällt, was alle anderen finden es toll. Ich bin dann immer anders als andere Kinder. Also was andere toll finden, finde ich manchmal doof. Und dann habe ich 10 Euro bezahlt und ärgere mich dann nachher, wenn ich mir den Film angucke und sage, ich bin gar nicht so toll. Ja. Machen aus, weil er doof ist. Ja. Keine Ahnung. Jetzt haben wir drüber geredet, was du oder was wir gerne gucken. Was lehnst du irgendwas ab, wo du sagst, das kann ich mir nicht reinziehen? Irgend so ein Genre oder irgendwie ein Schauspieler oder eine Schauspielerin oder so, wo du sagst, geht gar nicht? Nee, Schauspieler, nee, für mich hat sich das. Oder so Liebesschnulzen oder ja, so. Ja, sowas ist nicht immer eins. Also Liebesschnulzen, das habe ich mir letztes Mal angeguckt, als ich irgendwie Liebeskummer hatte oder irgendwas. Das ist aber irgendwie schon 15, 20 Jahre her. Ja. Da hat man sich vielleicht. Da warst du ja 6 Jahre alt. Oh. Ist ja grad, da warst du ja gerade mal 6 Jahre alt. Ist ja krass. Oh, Schleimer. ja, weiß ich nicht. Aber das ist jetzt. Mit Liebesschnulzen, da habe ich wirklich nicht so. Das und was gab's denn noch? Da gab's doch noch irgendwas, was ich nicht mag. Ach, verdammt. Was gibt's noch für Genres? So Piratenfilme und so kann ich mir nicht. Nee, das nicht. Das mag ich ja. Ja. So Mantel- und Degenfilme kann ich mir auch nicht. Hab ich auch, doch die alten von früher mit Errol Flynn habe ich mir mal angeguckt. Ja. Das ist ein bisschen betagter. Ja. Ich kenne jemanden, der guckt kein Science-Fiction. Der sagt, der guckt sich per se kein Science-Fiction-Film an. Keiner. Ja, das sind halt Leute, die gucken sich Heimatfilme an, ne? Ja. Wobei, das ist auch nicht schlecht. Wir haben letztens Nein. geguckt,
Wir haben letztens geguckt, ohne Krimi geht die Mimi nicht ins Bett. Okay, da muss ich ganz ehrlich sagen, den kenne sogar ich. Aber das war echt cool. Das war natürlich Zeitgeist, ja, aber das hat deswegen funktioniert. Hör auf. Ja, doch. Ich habe mir früher, ja, meine Mutter ist jetzt mittlerweile über 80. Die hat sich früher als junges Mädchen gerne diese Marika Röck-Filme angeguckt. Das ist ja mal Singen und Tanzen und alles recht bunt. Oder schwarz-weiß, je nachdem. Ja. Da bin ich mit aufgewachsen. Ich kenne die auch alle. Ja. Bis auf einen. Kenne ich die wirklich alle. Hab die als Kind auch mehrfach gesehen. Das ist aber Folter. Fand die sogar toll. So. Ich fand die toll. Ja. Also dann doch lieber das Ding aus einer anderen Welt, würde ich sagen, oder? Ja, das war ja auch die Schwarz-Weiß-Verfilmung. Ja. Aber da war ich 8 oder so. Ja. Ja, aber Marika Röck, da gibt es ja Schlimmeres gibt es ja gar nicht. Also das ist ja schlimm. Das ist eine Ikone. Was hat das Jugendamt dazu gesagt? Banause. Banause. Rot-gelbe Karte. Ja, okay. Grüne mit schwarzen Punkten. Ja, okay. Dann machen wir jetzt auch Schluss, weil ich habe auch gar keine Fragen mehr. Aber wir verlinken das natürlich und deine Homepage wird verlinkt und wenn das Interview fertig ist, dann schicke ich dir das und Pi und Pa und Po. Das ist super. So. Warte mal, ich mache jetzt mal aus. Ich sage jetzt erstmal vielen Dank. Western. Vielen Dank für deine Zeit. Western, genau. Das war ein Genre, was ich auch nicht so ganz... Western magst du gar nicht? Western ist auch nicht so mein Ding, nee. Okay. Ich bin mir gerade ein. Okay. pass auf, ich mache jetzt hier mal Stopp. Ich drücke jetzt hier mal auf Stopp, sag erstmal danke für deine Zeit. Aber okay. Du bleibst noch kurz in der Leitung, ja, weil ja. Du musst ja noch bezahlen. Ne? Wir müssen ja noch dein PayPal-Konto. Nö, ist klar. Warte, ich mach mal eben aus. Dank dir erstmal, ne? Ja, gerne. Bis dann, ja?